O en España, digamos, tener, digamos, Zapatero, Sánchez y demás torturas que tienen los pobres españoles con esto. En este entorno, vean la fotografía alrededor de un mundo en guerra. Alemania denuncia que un buque ruso habría disparado en el Báltico contra un helicóptero de sus fuerzas armadas. Parece que el asunto tampoco ha ido a mayores. El líder de la oposición alemana, que se prevé que sea el próximo primer ministro, es decir, de la derecha, de la CDU, anuncia un viaje a Ucrania, promete todos los medios a Kiev y continuidad con Scholz. Ojo al movimiento también de la CDU al lado de ponerse al lado de ya todas las medidas anteriores de Scholz en el capítulo de la guerra de Ucrania. Todos los medios a Kiev. La inteligencia rumana certifica una injerencia estatal, dice, para apoyar al prorruso Georgescu. Ucrania insiste en entrar en la OTAN, pero asume que no podrá hacerlo durante la guerra, según su ministro de Asuntos Exteriores. Irrute diciendo que Rusia apoya el programa nuclear de Corea del Norte a cambio de soldados. Scholz también hablaba de la posibilidad, porque se ha hablado mucho alrededor de, hombre, si hay un acuerdo de paz, ahí se pueden mandar soldados por parte de distintos países. Pero, ¿y si no? ¿Y si no se llega? Tropas en Ucrania, así contestaba Olaf Scholz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, gestern hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ins Spiel gebracht, deutsche Soldatinnen und Soldaten im Rahmen einer Friedensmission in die Ukraine zu entsenden. Bislang haben Sie ja immer betont, im Gleichschritt mit unseren internationalen Partnern zu agieren, und jetzt wird im Alleingang vorgeprescht. Daher meine Frage: Wie kommt denn die Bundesregierung eigentlich zu dieser Position und zu der Aussage? Ist sie mit unseren internationalen Partnern abgestimmt? Und warum haben Sie dann selbst, als Sie in der Ukraine waren, dazu keine Aussagen getroffen? Die Bundesaußenministerin hat eine entsprechende Aussage gar nicht getätigt, sondern sie ist gefragt worden, was eigentlich denn sein würde in einer späteren Friedensphase. Und eigentlich hat sie nur versucht, weder Ja noch Nein zu sagen, wenn ich das mal sagen darf, weil das auch ganz unangemessen ist, jetzt darüber zu spekulieren, was später mal bei einem verhandelten Waffenstillstand und einer friedlichen Situation existiert. Ich nutze aber die Gelegenheit und durchaus im Einvernehmen mit der Bundesaußenministerin zu sagen, ich halte es für ausgeschlossen, dass wir in der gegenwärtigen Situation Truppen oder deutsche Soldaten in die Ukraine schicken. Das habe ich immer klargestellt und dabei bleibt's. 8:39 de la mañana, gráficos de crecimiento que publicaba ayer la OCDE y que transponía.